Ja, hallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben, hier im Piratenlager. Lager. Ja, schauen wir mal, was wir da alles drinnen finden können. Da ist das Skip genau. Ja, goldener Kehl, was? Keine Ahnung. Ich will da jetzt nicht stehlen oder irgendwas. Ich weiß nur eins. Wir schauen einmal raus aus dem Lager, weil egal was ich mache, ja, es ist immer so, dass ich irgendwas, wenn ich was stehle, dass ich Ärger bekomme. Und das will ich natürlich jetzt mal nicht. Ne? Der Henry, da haben wir einen Pirat und da haben wir noch einen Pirat. Ich gehe mal wieder raus hier. Jetzt aber raus hier. So, und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich schaue mal auf der Karte nach. Da habe ich ja vergessenes Tal der Erbauer. Dann schaue ich mir mal die Karte an. Wo bin ich jetzt eigentlich? Hier. Okay. Ich gehe mal aus dem... Da oben ist das Piratenlager. Das ist gut. Das heißt, ich gehe mal nach rechts vorne. Was ist da? Ist da irgendjemand? Hey, da oben ist... Was ist das da? Waldbeere. Schau da mal. Hey, was ist das da? Sind das Banditen? Ah! Banditen! Das war's okay. Für dich, Penner. Ja, das war's. Leute, das sind Banditen. Aber ich könnte mal schauen, ob ich die vielleicht nicht doch ein bisschen... Die schaffe, na, dass ich es rausbekomme. Die Banditen. Das wäre wirklich toll, wenn ich die dezimieren könnte. Weil ich habe Armbrust. Meine Armbruststärke ist nämlich erhöht. Also meine Trefferquote von der Armbrust. Genau. Dann gehen wir mal darüber und da probieren wir mal die... Die Banditen. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Hallo? Schauen, dass ich die erst ausnehme. Schwerer Ast. Schau mal. Trefferchance ist ja gleich null, also da treffe ich ja gar nichts. Ich mach dich fertig. Mal schauen hier. Mal ganz kurz. Schauen wir mal. Es fresse ich ein bisschen Fleisch. Schinken. Vielleicht schaffe ich die ja. Das wäre ja toll, wenn ich das Lager ausnehmen könnte.
Der eine ist fast... Ich weiß nicht, ob das sich jetzt geheilt hat. Jetzt bist du dran. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Ah, Leute. Ah, wirklich, jetzt habe ich nicht gespeichert. Ah, jetzt bin ich wieder im Lager da. Das geht mir auf die Nerven jetzt. Ach, aber ich kann die besiegen. Ich muss das nur wieder taktisch irgendwie klug machen, weil ich möchte dieses Banditenlager ausnehmen. Das ist einfach so. Shit. Ein Wahnsinn. Nur das ärgert mich jetzt aber voll, Alter. Ah, mein Kaffee hier am Start. Und im Moment aber vor. Na ja. Heiß. Es gibt nichts Besseres als einen warmen, schön heißen Kaffee. Marschiert's. Kommt's her da. Ich schieß einfach nur dann, wenn ihr kommt. Jetzt bist du dran. Ah, ein Kampf. Bleib stehen, du Lump. Was heißt du Lump? Ich bin kein Lump. Du bist ein Lump. Ein Käse. Zwei Brüte. Heilpflanzen. Alles auffuttern hier von den Heilpflanzen. Da haben wir auf jeden Fall Pudlerfleisch. So, schauen wir mal. Komm doch. Nö, ich treff den nicht. Jetzt bist du dran. So, ah, ich bin tot. Na, einer ist aber tot, Leute. Das ist gut. Hä? Da drüben ist der Alligator-Check. Servus, Alligator-Check. Heilen wir uns mal ein bisschen auf, Leute. Würde ich einmal behaupten. Butlerfleisch. Essen wir mal ein paar. Was ist das? Kronstöcke. Snapperkraut. Ja, essen wir noch ein bisschen Fleisch auch noch. Ja, es ist einfach zur Butlerfleisch haben wir da noch weitere. So, einer ist einmal tot. Ah, Leute. Einer von den Piraten ist einmal tot. Hey, die Heuschrecken. Ja, was? Ah! Warte! Okay, die sind da nicht ohne. Okay, die sind nicht ohne. Das muss ich ehrlich zugeben. Die sind absolut nicht ohne.
Aber ich kann das... Schau, die haben die zerstört. So, tschüss, 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 tschüss. Gott, die sind schnell. Hey, das Butlerfleisch. Also die sind echt nicht ohne, diese Fangheuschrecken. Weil, ich meine, die sind zwar zu besiegen, ja, das haben wir eh gemerkt. Einen habe ich getötet. Aber wenn so viele auf einmal sind, Leute, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Hä? Bin ich ja auch nicht da. Ja, was ist das da? War der Gato-Check? Ah, servus. Ja, ich weiß, du bist das, ja. So, dann werden wir mal Lebensenergiebonus 70. So, und ein bisschen Fleisch nach oben drauf. Und einen Schinken. Waldbeere, Heilwurzel, Feuernessel. Was haben wir da noch? Butlerfleisch. So. Ich will die ausnehmen, weil da ist nämlich das Lager, das will ich haben. Die haben nämlich tatsächlich die Banditen ausgeräuchert. Servus! Tot. Ach Leute, also die sind wirklich nicht ohne, echt jetzt. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja, das ist immer fein. Dass ich gespeichert habe, ist fein, Leute. So. Extrem schnell. Ah, oh, diese Heuschrecken. Ah, zurück. Schneller. So. Sehr gut. Ich würde mal sagen, rohes Fleisch habe ich da noch. Dann habe ich Lebensenergie Bonus 5 Blauflieder. Ja, nehmen wir den da. Aber das bringt mir jetzt nicht mehr so viel, finde ich. Den kann ich aufessen. Der bringt mir sowieso allgemein nicht viel. Ja, bringt mir zwar ein bisschen was, aber nicht viel, Leute. Heilwurzel nehmen wir. Fertig. So, weiter geht's. Holen wir uns den nächsten. Diese Erkältung, die bringt mich um, ich schwör's. Ich hasse diese Erkältung. Hä? Nö, da will ich hin. Wo sind da diese Heuschrecken? Ah, genau. Fangheuschrecke. Leute! Ich hasse es! Leute!
Eine, zwei auf einmal, bis die mal tot sind. Ah, wartet mal kurz, ich probiere aber tatsächlich einmal mit dem Stab, Leute. Vielleicht habe ich da ja bessere Chancen dann. Okay, nö. Ich habe die Stärke noch nicht dafür. Ah, egal. Ja, es ist wieder eine Sterbefolge, aber das ist nun mal so bei Gothic. Ja, deshalb speichert man ja immer wieder ein, Leute. Jetzt kommt der dazu. Ah, tschüss. Tschüss. Ah. Cool. Hey, da ist ein Lederbeutel. War da leer? Lederbeutel. Beutel. Leute, speichern. Ich hab das gemacht. Ich will die Fangheuschrecken haben. Ja, die haben die Banditen hier zerstört. Das finde ich cool. Tschüss. So, endlich. Gibt's mir eure Köpfe. Wahnsinn. Ist jetzt endlich eine Ruhe? Wacholder, Schinken haben wir da, Krog, Wacholder, Wein. Das, so soll es sein. So, schauen wir mal. Bandit, Armbrust. Bolzen, Leute. Ja, Käse, Dietriche, Goldbrocken, Stängel, Sumpfkraut. Die haben sich voll eingekifft, Leute. Grobes Schwert, Degen, Bolzen, Waldbeere und Gold. Gibt's mal eure Bolzen? Nichts zu holen. So, was haben wir da jetzt? Jetzt speichere ich einmal ein. Pfeile, da haben wir so viele Pfeile. Das ist ja richtig fein, Leute. Eschenbogen. Was haben wir da? Dunkelpilze. Budlerfleisch. Heilpflanze, mal alles aufluten hier, was geht. Aufluten. Ja, also, da haben wir wieder ein Heilkraut. Ja, schauen wir mal da in diesen Turm rein. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja der Turm, der auf der Karte verzeichnet war, des letztens. Was ist da eigentlich drüben? Ist da noch ein Bandit irgendwo? Nö, da ist nichts mehr. Keine Ahnung, was da hinten ist. Schauen wir mal. Ruhe! Okay. Links, rechts. Links, links, rechts, rechts. So, sehr gut. Ein Fisch. Schwefel und Mana-Essenz. Brauche ich alles nicht. Was, für was brauchen die Banditen eigentlich hier Mana-Essenzen? Das frage ich mich eigentlich, aber ist egal. Gehen wir mal den Turm darauf. Vielleicht ist da irgendwas. Schauen wir mal. Hä? So. Okay. Ah, nein! Tot. Okay. Ja, das war ein Sturz in die Tiefe. Psch, meine Fresse, Leute. So, jetzt muss ich mir das Ganze dann auch einmal holen.
Ja, weil ich gespeichert habe. Ein Wahnsinn. Dunkelpilz, Pudlerfleisch, Heilpflanze, Heilpflanze. Und da hinten haben wir ja noch sowas gehabt. Waldbeere, genau. Dann haben wir da drin noch eine Truhe. Ja, nach oben kann ich nicht gehen. Okay, das ist aber wurscht. Links, links, rechts, rechts. Genau, so war das. Gibt es mir die ganzen Sachen daher. Auch oben gehe ich jetzt nicht mehr. Nö, auf jeden Fall nicht. Und schauen wir mal da rein. So. Was haben wir da? Da haben wir eine Truhe. Links. Links, rechts. Gut. Dolch. Na, da ist aber nichts Gutes drin, Leute. Keine Ahnung, das ist ja alles eingestürzt hier oben. Da ist ja gar nichts mehr. Nö, da ist ja überhaupt nichts. Da ist ja alles eingestürzt, Leute. Da ist ja gar nichts. Aber zumindest habe ich Erfahrungspunkte gesammelt. Ja, indem ich die... Ah, da war eine Armbrust, oder was? Ja, Bolzen... Armbrust. Dunkelpilz. Was sich da alles versteckt hier, das ist Wahnsinn. So, aber da haben wir da noch irgendwo eine Heuschrecke? Nö, aber da haben wir Heilfeuerkraut. Ich muss niesen, Leute. Ich hasse es, wenn ich niesen muss und es geht nicht raus. So ein grausames Gefühl. Ein Wahnsinn. Was haben wir da? Rostiges Schwert, Fackel, Rum. Wenn wir mal ein bisschen herumlooten da. So muss es nämlich sein. Sag mal, warum habe ich ja nicht so wenig Leben? Leute, erstens einmal speichere ich ein. Dann werde ich mir mal was zum Trinken gönnen. So, und dann Fleisch. Und einen Dunkelpilz. So, jetzt speichere ich nochmal ein. Ach, wurscht. So, da haben wir eigentlich eh nichts mehr. Da haben wir aber noch eine Waldsperre. Ja, das war es eigentlich schon in dieser Gegend da. Also da ist eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas. Weidenbeere. Achso, okay, gut. Naja, wo ist jetzt? So. Ja, dann haben wir das Lager da mal ausgenommen. Ja, so ist das. Und gehen wir mal zu Alligator Jack. Vielleicht hat der jetzt wieder was für uns. Schwerer Ast, nehme ich mit. Da haben wir Dunkelpilze, oder? Dunkelpilze, ja. Dunkelpilz, Dunkelpilz. Alles einsammeln, was geht. Da ist ja der Alligator Jack. Alligator Jack. Der ist gar nicht mehr da. Der ist gar nicht mehr da. Ah, ich kann ja Fleisch braten, genau. Da ist er eh schon. Servus. So, ich tue mal ein bisschen Fleisch braten. Die Folge ist nämlich aus, Leute. Und dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir haben eh schon Überzeit. Ich werde dann in der nächsten Folge mal zu Ende braten. Sonst haben wir wieder Überzeit. Das ist nicht schön. So, Game over. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.